Hallo und herzlich willkommen im Sportsfan auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zur NHL 21, zur Champions Hockey League mit den Wiener Capitals. Ja, ich hoffe, ich geht's euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem knappen 4:3 Niederlage, nach einer knappen 3:4 Niederlage gegen den Davos in Wien versuchen wir heute auswärts in der Schweiz Punkte mit nach Wien zu nehmen. Ich hoffe, es gelingt mir, dass wir wieder ein paar Punkte steigen. Ich hoffe, dass Davos keine Gegentore schießt. Und unser Goalie also herhebt. So da. Das Auswärtspulli verlieren wir mal. Das werdet ihr schon gemerkt haben, ich brauche eine Zeit, bis in das neue Projekt hier reingekommen bin. Aber dadurch, dass ich immer aktuell in der Früh aufnehme, brauche ich vielleicht ein, zwei Anläufe, damit dass ich hier das hinkriege. So, da jetzt hat, auf geht's. Ich will unbedingt heute die Punkte mit heimnehmen. Nach Wien. Aber der Davos macht schon wieder das Tor richtig gut zu. Aber unser Goalie hebt im Moment. Er hat dazu gelernt, dass die Schweizer gefährlich sind. Jawohl, erstes Tor für Wien, auswärts. Ich habe jetzt gerade mitgekriegt, wer es geschossen hat, aber wir werden es hoffentlich gleich sehen. Unser Nummer 91. Wie gesagt, bin mir nicht sicher, wenn man ausspricht. Ich hab's dann nicht so mit Namen. Dann ist das gut in Tirol. Du bist mit jedem Bertu. Oh, das war jetzt vielleicht nur, das war jetzt natürlich nur super gewesen, zu 0 schießen. Super gemacht von unserem Goalie. Hat er gute Arbeit gemacht. Geschmeidig. ...6-8 nur im ersten Drittel zum Spielen. Da sehen wir den Topstorger, der Schweizer. Wenn es um Champions Hockey League geht, dann ist man für sein Land und nicht für das Team. Ist meine Meinung nach. Wie ist auch mein Lieblingsteam Red Bull. Und trotzdem spiele ich hier mit Wien und kämpfe um den Titel hier. Meiner Meinung nach heißt es dann Österreich oder Deutschland gegen den Rest von Europa.
Und somit 1:1 nach dem ersten Drittel. Ich hätte mir nicht gedacht, dass auf Pro so eine Herausforderung wird. Ich stelle mir einfach der Herausforderung und dann schauen wir mal, wie weit das wir mit der Einstellung kommen. Was ist denn gerade los mit dem scheiß Goli? Dass er sich da nicht konzentrieren kann. Jetzt hat Wien einmal die Champions Hockey League spielen. Und dann passiert so ein Mist die ganze Zeit. Jetzt hat. Ich hab schon, Jungs, konzentriert bleiben. Und somit 2:2 hier. Vielleicht wäre es auf Halbprofi besser gewesen. Jetzt eine dritte Pause nachschauen. Vielleicht können wir es auf Halbprofi auch da und dann haben wir unseren Schwierigkeitsgrad ein bisschen auf wie dran und dann müsste es ja auch passen. Ich will nicht zu früh ausscheiden. Ich will das Ding durchziehen. Bis zum Ende. Ich mir denke, Wien war eine gute Mannschaft für die Champions Hockey League. Zumindest das Halbfinale, dass wir mit den Salzburger gleichziehen, Toschen. Normalerweise mache ich das nicht, aber jetzt schauen wir mal rein. Schnelleinstellung müsste das drin sein. Lass uns mal auf Halbprofi zurückgehen.
Gameplay-Regeln. Dafür gehen wir jetzt noch auf dem Schwierigkeitsgrad 2 hier. Und dann müsste es jetzt einigermaßen auch laufen für uns. So, entscheidendes letztes Drittel. Aber ich habe schon von, was die gegnerische Mannschaft angeht. Ich vermute, dass die Gesamtwertung der Davoser besser liegt als die Gesamtwertung der Wiener. Ah, das war's gewesen. Ein bisschen früher hätte ich schießen müssen, HB. Sehr fix. Aber das machen erst die Spiele spannend. Das ist genau das, was ich haben möchte, dass das spannend sind. Bis zum Ende. So, jetzt hat. Da hätte ein Mann von uns stehen müssen. Haha, du bist mit der Bande, gell? Icing. Also die Heimtrikots von die Wiener, vom Champions Soccer League, finde ich schöner. Man, sie sind hier auffälliger, gell, weil es extrem viel gelb ist. Es ist extrem viel gelb. Abseits. Aber da kommt das Design nicht so gut aus, meiner Meinung nach. Das ist aber jetzt nur meine Meinung. Schweizer lassen sie auf keinen Kampf ein, gell? Das ist, da kann ich machen, was ich will. Die Rabauken aus dem österreichischen Lande. Ah, klingelt hat schon bei den Davoser. Klingelt hat schon. Die Überlegung ist auch da, einen Goalie rauszunehmen. Aber ich vermute, sobald dass ich den Goalie raustue, sind die Davoser unten und dann verlieren wir.
Und ich will hier heute einen Sieg mit nach Wien nehmen. Zwei zu zwei. In der zweiten Begegnung. Overtime, meine lieben Sportsfreunde. Overtime. So, Angriff ist die beste Verteidigung, meine lieben Sportsfreunde. Wo schießt denn der Zipfel hin? Da steht auch keiner. Oh, 17 nur in der Overtime. Ich finde die Halle cool, was die Davoser haben. Gott sei Dank. Trotz Halbprofi wird es immer nur schwierig sein. Ah, nicht. Verdammt. Tor. Tor. Wir haben Kunga. Wir haben Kunga. Wir haben in der Overtime gewonnen, meine lieben Sportsfreunde. Ich hätte an das nicht mehr geglaubt. Ich hätte an das nicht mehr geglaubt. Sieg in der Overtime. Von unserer Nummer 91. Hier schön durch die Beine durchgespielt, meine lieben Sportsfreunde. Wir haben den Sieg zwar in der Overtime, aber wir haben den Sieg 3 zu 2 gegen den Davos auswärts. Wir nehmen den Sieg mit nach Wien. Und somit haben wir 2 Wurst. Das ist vollkommen wichtig. Wir simulieren nach vorn. Wir bleiben auf Tabellenplatz 2. In der sozusagen Division, in der Gruppen. Wir haben einen Sieg. Davos hat 2 Siege in der ganzen Liga. Wo sind wir dann da? Gehen wir es vor machen. Die Südtiroler
Die Südtiroler sind jetzt auf dem Platz 2. Die Deutschen mit Mannheim sind auf der 5. Straubing, auch Deutschland, ist auf der 6. Der Zug ist auf 7. Der Davos ist auf 9. Ist, glaube ich, jetzt ein Platz angestiegen. Dann Salzburg ist auf 12. München ist auf 13. Wir sind knapp hintereinander. Dann kommen wir mit auf 14. Wir sind wieder 2 Plätze gestiegen. Das passt ganz gut. 14 auf Platz 14. Dann die Eisbären aus Berlin. Die deutsche Hauptstadt ist auf Platz 16. Dann Minsk ist auf 21. Wir müssen auch gestiegen sein mit einem Sieg. Dann die Devils sind auf 22. Man siehst du, wir haben dabei, den, wo sie gehabt haben, nein, haben wir nicht dabei. Finde ich gut. Ich finde es gut. Bis jetzt ein spannendes Champions Hockey League Spiel. Und dann schauen wir mal, wie es uns gegen die Devils ergeht am nächsten Spieltag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Mir hat er ganz gut gefallen. Das letzte Tor, mit dem hätte ich gar nicht mehr gerechnet. Ich mir denkt, wir gehen dann, keine Ahnung, ins Penalty schießen oder in die Overtime. Verzeiht's mir, wenn ich mich nicht auskenne. Ich muss da jedes Jahr neu überlegen, wenn es Champions Hockey League ist. Aber, wem es gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben. Würde mich darüber freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues von mir verpasst. Und dann wünsche ich Ihnen nur bis zum nächsten Spieltag. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch hoffentlich, ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.